Ankunft bei Werner in der Buschenschank und jetzt fahren wir dann um ins Quartier mit ihm. Plötzlich hat sich dann Regensburg für seine schönsten Seiten gezeigt. Es war wirklich gut schön. Und deshalb hat der Werner gemeint, zieht euch schnell um, quer lasst sein Auto, wir fahren nämlich gleich aus ins Revier. Und da hat er uns schon gesagt, dass da ein relativ guter Bock geht, auf den was der Papa jagen soll. Und kaum waren wir dort, haben wir den Bock schon abblicken. Der Werner spricht ihn nun mal gescheit an und der Papa macht sich dabei auf den Weg zu seinem zugeteilten Hochsitz. Und jetzt beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Kriegt er den Bock oder kriegt er nicht? Da ist er wieder verdeckt, da ist wieder das Gras zu hoch. Ob er ihn jetzt kriegt oder nicht, das schauen wir uns jetzt an. Er ist aufmerksam, sehr aufmerksam. Aber er steht jetzt so über 250 Meter im Feld draußen. Und deshalb steigt Papa jetzt auf den Hochsitz auf, weil er so am leichtesten zubekommt. Dann wieder, Schlag auf Schlag. Ein junger Bock springt unterm Hochsitz durch. Fetzenrosen. Schwarzhaupt. So, Weidmanns Helden, wir sind jetzt beim ersten Abendtanz in Regensburg. Der Papa hat bereits geschossen. Ich weiß zwar noch nicht, ob der Bock liegt.
Aber auf jeden Fall, wie ich zum Sitz gegangen bin, ist schon der Schuss gebrochen. Und wir sitzen jetzt da auf einem vom Meer rausgekommenen Sitz. Das wird ein Einschnangelhocker gehen. Recht interessanter. Und jetzt schauen wir mal, was geht. Bleibt mir Zeit. Plötzlich taucht der zweite Gleis auf. Und? Also ich habe jetzt die erste Juckmöglichkeit gehabt in den Jahren. Sitzt vielleicht 5 Minuten oder was und dann ist der Richtbock schon gekommen. Mit der Gas. Spannend am Anfang. Aber dann hat sich das eh gelegt. Einen guten Schuss, oder? Liegt da hinten in dem Gestein drin. Vor uns hat es dann 2 Gassen ausgezogen. Jetzt warte ich noch mehr. Ne? Gernot und Toni gehen zum Anschuss von Gernot sein Rehbock. Nur nicht umgeschüttet da. Wo liegt der Buch? Ja, wo ich jetzt habe, rechts vom Bahn, dieser Reh. Du willst dem Inspektiv anschauen? Nein, ich habe auch die. Max beim Ansprechen eines guten Rehbocks. Morgen, Max. Wie geht's Ihnen? Kursa.
Über Spektiv sprechen Sie jetzt genauer. Aber er hat jetzt nichts Druck. Wir sind jetzt in der südoststeirischen Weinstraße. Und da drüben liegt der Reben. Siehst du was? Einen guten Rebbock. Sehr gut. Passend. So, wir sind jetzt in Stein, zweiter Tag in der Früh. Wir sind heute Runde gefahren, weil der Roland hat noch keinen Rebbock, der ist mit Wern unterwegs. Wir haben guten Rehbock gesehen, haben ihn zwar angerufen, aber ja, die werden schon einen zusammenbringen heuer. Ja? Wir sind jetzt in der Bockhändl-Station und da ist unser Bockhändl. Nein, das war ein Scherz. Das ist Bockhändl für 3 Personen. Schau, ich laufe an. Ich hoffe, dass es gut ist. Das ist ein junger Bock, ist ja. Das ist ein guter Sechser.